Lohn ist da. Ja, das bauen wir hier auch irgendwann aus. Aber doch schon ein widerliches. Gut. Haben wir aber heute dann doch gut was geschafft? Kid Kurmlers Mansion ist am Start. Charles Mansion. Warte mal. Was stehst du denn da vorne auf meiner Brücke, du Vogel? Da kommt noch einer. Das soll so eigentlich nicht passieren, dass die hier spazieren gehen. Aber weißt du, dann könnte man ja eigentlich schon mal ein Versprechen an die große und mächtige Zukunft. Ja. Das kann man dann auch machen. Zack. Ich mache das jetzt einfach hier so. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch was drunter ist. Hast du da noch was drunter? Das fragt man nicht. Gut. Ich will das hier noch mal ein bisschen sicherer machen. Und warte mal. Da war doch was. Genau aus diesem Grunde. Fuck. Also ich mache das hauptsächlich wegen der Erfahrungspunkte, nur an diejenigen, die nicht wissen, was Phase ist. So richtig lohnt sich das nämlich eigentlich nicht, weil Nether Quartz ein sehr undankbarer Baustoff ist. Aber von den Erfahrungspunkten vom Abbauen her ist, glaube ich, Nether Quartz neben Rotstein Königsklasse. So. Man sieht es richtig, wie es reindröppelt, so richtig fett. Ja, genau wie die Lava gleich in diesen Canyon hier fließt und ich... wie konnte das denn nur passieren? Ja. Eigentlich lange nicht mehr gehabt, ne? Was mache ich hier? Vielleicht gehe ich spazieren. Take a walk on the wild side. Ne? Okay, na, das ist dann mal durch. Das hat Spaß gemacht. In der Tat hat es. Wie sieht es auf der Seite aus? Oh, ist das da? Ah, das habe ich selber gemacht, glaube ich. Also je stiller ich bin, desto mehr kannst du sehen, dass ich entweder müde bin oder äußerst angespannt. Im jetzigen Falle gerade letzteres und ersteres. So, hier will ich eigentlich nicht weiter gucken, aber einmal kurz um die Ecke linsen wird ja nicht schaden. Vielleicht schon. Alter Honk und das Rötz ist am Start. Ja. Gut. Und das heißt, wir können hier dann auch mal zubauen. Und vor allem hier.
Und das Allerwichtigste wäre dann, nämlich da oben dicht zu bauen, weil da immer noch gerne unsere Freunde, die goldgierigen Arschkrampen, Entschuldigung, runterkommen. Ja, so heißen die goldgierige Arschkrampen. Muss mal in der Minecraft-Wiki nachschauen. Kannst du hier einfach inhalieren. nimm, 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 nimm. Was soll das denn? Und warum ist denn da noch ein Loch? Das hätte aber mal gefährlich werden können. Weißt du, ich baue hier erstmal rundherum. Wir haben heute schon genügend Netherpilze gefällt. Oh, Halleluja, gepriesen sei der Honk, ne? Ja, okay. Du magst meinen Spielstil nicht besonders, oder? So. Hoch, ja. Bist du irre, Digga? Ja. Klar, mit einer Effizienzspitzhacke im Netherrack rumhauen ist eine saugute Idee, habe ich schon immer gesagt. Okay, ja. Ich habe jetzt natürlich kein Feuerzeug dabei, das ist toll. Nicht. Das ist natürlich, ne, da unten ist noch Zeug drin. Hier ist überhaupt jede Menge Zeug, das ich jetzt nicht mitnehmen kann. Das ärgert mich irgendwie, weißt du was? Komm, 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 komm. Wow. Ja gut, was hingekriegt heute. So. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich heute noch Tobis Portal hinbekommen werde. Tobi, nicht böse sein. Da ist noch ein Nidarak, guck mal. Alter. Und jede Menge Quarz. Und dann noch mal ein bisschen Gold. Ach ja, ich darf ja hier auch keine Truhen öffnen eigentlich. Was ich so alles nicht darf und dann doch tue. Ah, warte mal. Vor allen Dingen darf ich eigentlich nicht Zock. Ey, Schweinekühe, Bulle. Ich sehe dich. Ich höre schon wieder so ein goldgieriges kleines Baby. Goldgieriges Baby. Ja, wir brauchen hier auch Glasmost. Okay. Ja, das habe ich eigentlich gut sauber hier gemacht, die ganze Geschichte. Aber nee, komm, bauen wir das Material lieber da hinten weg, wo es vielleicht auch irgendwie ein bisschen nützlich ist. Na, da komme ich nicht runter. So. Und dann da. Da gehört nämlich noch ein Upsi rein. Ja, muss ich extra noch ein Feuerzeug holen. Das gefällt mir gar nicht. Okay, ja. Wir kriegen das. Keine Angst, alles wird gut. Und dann noch mal auf dieser Seite. Dann haben wir nämlich den Rahmen auch schon fertig vom Portal. Dann will ich mal gucken. Auch noch. Oh, es sind noch 11 Obsidian da. Das heißt, es wäre für Tobis Portal theoretisch Material vorhanden. Ich dachte jetzt schon, ich könnte mich damit rausreden, indem ich sage, oh, Tobi geht nicht, weil müsste dann noch Obsidian abbauen und heute keinen Bock drauf, weißt du.
Aber nee, in der Tat reicht es noch. Und eigentlich generell ist die Wegstrecke fertig. Jo. Mit Schönheitsfehlern wie dem da. So, 55 Minuten. Ich überlege mir auch, ob ich wirklich noch jetzt groß was anfange. Also gleich auf jeden Fall müsste ich mal eine Pause machen. Ausgründen. Hui. Sollte man zwar nicht, aber in diesem Falle erlaube ich es mir einfach mal. Gut, guck dir das an. Wir haben schon wieder massig Schweinekoteletts im Start hier. Und das hört auch gar nicht mehr auf. So, wo ist denn meine Axt? Verdammte Axt. Da ist meine Axt, verdammte Axt. Nein, der Bogen kommt mal nicht auf den Schlott, Digga. Nee. Halte ich für keine gute Idee. Aber ich dachte schon, weil das da so leuchtet. Weißt du, das Schwimmleit kam da so durch und ich dachte schon, scheiße. Ja, Lava, dachte ich. Und bin jetzt eigentlich ziemlich... Sag mal, wie dick ist dieser Pilz? That's what she said. Ja. Ja. Dann wird die Huh doch noch zerlegt. Obsidian brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ui. Über mir der strahlend blaue Himmel. Und die gleißende Sonne. Ich glaube, hier oben irgendwo ist unser anderes Portal. Ist wohl noch ein kleines Stück weiter oben. Also es sollte hier irgendwo sein. Das Problem ist nämlich, ich will ja das zweite Portal abbauen. Das will ich nicht. Ich will ja das zweite Portal abbauen. Und dann müssen wir irgendwie hier wieder hoch. Also hier runter. Und wenn ich da keinen Weg finde, dann könnte das schon recht ärgerlich werden. Ja, genau so heißt das. Okay. Wollen wir nicht einfach mal irgendwo ein paar Höhlen durchsuchen, in der Oberwelt gehen? Oh ja! Sagte er zu sich selbst. Ja, hätte ich echt Bock drauf. Also wäre ich gar nicht abgeneigt. Es gab ja hinten bei Kittenkormlers... Ja, dann sind wir wieder bei Kittenkormlers Ranch unterwegs. Rönsch. Gibt es hier jemanden, der Rönsch heißt? Okay, warte mal. Wow. Also ein paar viele. Die machen mich kalt. Die machen mich kalt. Die werden mich kalt machen. Wow. Wow. Vor allem, wenn die mich runterhüpfen. Ah! Kackviech! Kackviech! Oh, Digga! Ich wollte doch einfach nur nach Hause. Oh, hallo, du Scheiß. Da ist noch so ein kleines goldgieriges Mist. Hab ich das getötet? Oh, fuck. Warte mal.
Sag mal, ist jetzt hier Schweinekühe Bullenhausen angesagt oder was? Ist ein bisschen viel, ne? Oh, Alter. Ja, hier muss unbedingt Glas rein. Nö, gar nicht übertrieben gewesen, das eben, ne? Nö. Sehe ich nicht. Ein Crimson-Stemm. Wir müssen die Dinger rüberbringen. Und Nitarak. Entschuldigung. Wenn ich einen etwas zu angespannten Eindruck mache. Aber so ist das halt, wenn man mit Leib und Seele dabei ist bei der ganzen Sache hier. Alter. Schrei mich nicht an! Schrei mich nicht an! Schrei mich nicht an! Schrei mich nicht an! Wow! Kackviecher kommen! Scheiß uns euch ins Essen. Uns ins Essen, was? Mein Atem geht ruhig. Irgendwie haben die sich auf einmal entschlossen, hier die Wegblockade zu machen, ne? Hast das mitgekriegt? Also, noch vor einiger Zeit, ja, so ab und zu mal ein Schweinekühebulle und jetzt auf einmal hier Schweinekühebullenhausen. Incoming. Oh, ein Schrubleid. Wow. Meine Güte, was machst du, Honk? Ja, Stück. Alter, ist es wahr? Ich laufe hier über wegen Schweinefleisch. Ich laufe über wegen Schweinefleisch. Und da oben liegt noch mehr, ne? Kommst du mal her? Kugel. Kugel Chrom. Ja, eine Kugel aus Chrom müsste man sich bauen. Wozu? La 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 la. Ich weiß nicht, was das hier soll. Jetzt guck dir das an. Mein Schweinefleisch läuft über. Oh, Crimson Stamps schon 64er. Oh, fucking K. Mach ich hier noch weiter in dieser nervenzerfetzenden Szenerie? Ja, also eigentlich wäre es ein Ausflug notwendig in die Wüste. Ist jetzt bald mal gut mit Schweinekühebullen hier. Digga Schwede. Und jetzt auch noch so ein kleines goldgieriges Mistviech hier. Plinkplonk. Hier war doch noch was zum Holen eben. Ja, jetzt ist es despawned. Da holen wir uns höchstens den Tod. Ich höre schon wie so ein goldgieriges Mistviech. Ich kann die wirklich langsam nicht mehr leiden. Dann hol dir doch Goldklamotten. Ja, warum sollte ich? Ich lasse mich nicht zu irgendwelcher Kleidung ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier. Ja, falsche Spitzhacke, würde ich mal sagen. So, da ist doch so, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Ich versuche hier nur schon mal
halbwegs abzupassen. Wo die Wand hinkommt. Ja, komm, der Raum muss auch nicht so riesig groß sein. Das hier vorne wieder weg. Lass das. Ja, wird mir vielleicht ein bisschen Überlänge geben, aber ich sage euch, ich mache erstmal eine Pause jetzt, aus Pressurgründen und so weiter, und ich sage Ciao mit P wie Pilz. Hatten wir schon mal Ciao mit P wie Pilz? Pau. Pau, pau.